Hallo und schönen guten Tag. Herzlich willkommen beim neuen weiteren Video der Firma Autogesellschaften. Und zwar, wie man ja schon sehen kann, stehen wir ja nicht in der Autogesellschaft und nicht auf dem Platz bei uns. Und nee, ist heute keine Kundenstory und sonstiger Schwachsinn, sondern heute fliegen wir vom Flughafen Prag aus. Leider, wie ich gerade an der Anzeigentafel sehe, nicht nach Rom, sondern nach Riga. Lissabon gibt es auch. Mann! Amsterdam wäre auch lustig gewesen. Aber wie auch immer, wir fliegen jetzt nach Riga, da haben wir was Lustiges vor, das seht ihr dann gleich, hoffentlich, im Video. Jetzt fliegen wir erstmal darüber, fliegen jetzt mit Baltic Air. Da haben wir echt lange nach den Flügen gesucht, weil wir unbedingt mit dem A220 fliegen wollten, mit dem Airbus. Relativ neues, modernes Flugzeug noch, bin ich noch nie geflogen, wird also Zeit. Okay. Da ist er! Mann! Das ist er! Der Grüne! Der sieht, ey, farblich zu deiner Jacke passend. Ist das Licht? Ja, nie. Das ist krass irgendwie. Wir haben schon mal ein paar Buden gehabt aus Riga. Vor Jahren importiert, die hatten nie Xenon oder LED, keine Ahnung. Automatikrennwagen. Lass mal schnell klotzen, wie es aussieht, das Klo. Das ist schon ein Autohändler Move, einmal außen rum gehen. Das sieht ja gut aus, oder? Ja, ein schönes Kraftfahrzeug. Das ist eine Tatra. Ja, und bei uns in Dresden-Holz rum, das Gleisbett kaputt wäre. Okay, ja, ist klar, Mann. Dann komm mal hier her, guck dir das mal an. Hast du das mit dem Gleisbett gerade gesehen? Das war ja, ne? Es lag ja eigentlich alles frei. Ja. Bei uns wäre hier komplett Game Over, da würde keine Bahn mehr fahren. 4 Jahre lang die Straße gesperrt mit Umleitung durch die Flut drinne. Und hier fahren die einfach weiter. Das ist geisteskrank, Kunde. Das ist geisteskrank. Ach, das ist auch kein Problem. Was? Rosttechnisch. Das geht noch eine Weile. Das macht was. Also, Kunde, schon wieder du. So, Freunde, jetzt neuer Tag, neues Glück, jetzt geht's los. Gut geschlafen haben wir, ordentlich gegessen haben wir auch, die Sonne scheint, das Wetter ist sogar ein Stück besser als erwartet. So, jetzt sind wir an dem Zielort schon angekommen, wo wir eigentlich, was ja der Ursprung unserer Reise war, oder die ursprüngliche Idee unserer Reise nach Riga. Also wir sind jetzt nicht hergekommen auf den blauen Dunst und gedacht so, jo geil, wir gucken uns mal Riga an, da wären mir jetzt noch so ein paar andere Sachen um die Jahreszeit eingefallen, was man hätte machen können. Aber spannend ist es deswegen trotzdem. Ich habe nämlich vor einiger Zeit überlegt, was für ein Auto könnte man mal fahren oder privat besitzen, was ich irgendwie noch nie hatte, aber schon immer mal haben wollte. Für ein Rolls-Royce reicht sie, also musste der Bentley her. Und da habe ich mich lange Zeit recht intensiv mit dem Thema beschäftigt und habe nie so auf Deutsch gesagt die billigste Karre gefunden, die meinen finanziellen Ansprüchen Genüge tut. Lange Rede, gar keinen Sinn. Und dann bin ich wieder, vor einiger Zeit habe ich das Thema dann wieder aufgegriffen und bin dann so durchs Netz gesurft, durch die hiesigen Portale oder durch die bekannten Portale und bin dann über ein Auto gestoßen, was hier in Riga inseriert war, und zwar von dem Bentley Vertragshändler. Der Preis war absurd, also absurd günstig. 30% unter dem üblichen. Das ist mal ein gutes Zeichen. Das ist mal ein gutes Zeichen, dass irgendwas sein wird an der Karre. Naja, und dann habe ich mich erst ein bisschen geziert und habe gedacht, ach komm, scheiß drauf, da rufst du jetzt einfach nochmal an. Habe dann mit denen gequatscht, der rief mich dann der zuständige Verkäufer an und der erzählte mir, dass das Auto reserviert ist und dass das Auto quasi aus Riga kommt, dass die das hier verkauft haben an ihren Kunden und das jetzt im Auftrag für ihn verkaufen weiter. Klingt schon wieder wild, aber ist nicht unüblich. Ne, für einen guten Kunden, der vielleicht mehrere Fahrzeuge schon erworben hat, machen die dann eben mal sowas, weil der Kunde wahrscheinlich keinen Bock hat, sich mit der Scheiße auseinanderzusetzen und da irgendwas zu machen. Habe ich mit denen auch über den Preis gesprochen. Da hat er gesagt, ich kann da noch irgendwie 500 Discount geben und das war's. Und dann ist der Arsch geschlossen. So, und dann ging das los, das Theater. Was ist jetzt mit dem Typen, der jetzt das Auto reserviert hat? Und der hat die Unterlagen oder das Deposit nie gezahlt und da hat er gesagt, komm, da kannst du die Karre haben. Ich sage, super, hast du mich natürlich gefreut. Ich sage, was müssen wir jetzt machen? Und dann fängt er an, brauchst du so einen Exportzettel, musst du wirklich jeden Scheiß ausfüllen. Was hast du mit dem Auto vor? Was machst du dann damit? Warum kaufst du das? Na, wegen diesem ganzen Embargo, wegen Russland und so weiter und so fort, müssen die das hier verifizieren und legitimieren, dass du eben nicht hier irgendwie so eine Karre nach
Russland weiterschiebst. Und dann gab es grünes Licht und dann habe ich denen gesagt, okay, pass auf, wie ist das jetzt, wenn an dem Auto irgendwas ist, wie können wir uns da, ich kaufe das jetzt aus der Ferne, also wirklich blind. Und dann haben sie mir angeboten, du kannst einen technischen Check buchen, kostet 350 Tacken netto. Immer angucken bitte. 350 Euro. Dann habe ich die Kohle bezahlt, Transport auch gleich mit gebucht und meine Idee war ja ursprünglich, dass man das Auto dann hier abholen und auf Achse überführen, geht nie. Ist nie, wegen Export. Ja, ich sagte, weißt du was, drauf geschissen, wir machen es wie folgt. Wir fliegen hierher, gucken uns die Karre an, also nehmt euch mit, wenn wir uns das Auto zum ersten Mal jetzt sehen live, vielleicht können wir auch eine Runde fahren, das wäre natürlich super. Also ich bin jetzt schon wirklich ein Hype und aufgeregt, so ein bisschen, seit Jahren, weil ich das Auto noch nie gesehen habe. Und deswegen haben wir jetzt so ein bisschen Programm, deswegen gehen wir es mal rein und sagen mal Hallo. Also wir dürfen hier filmen, dürfen nur den Service nicht zeigen, also die sind jetzt hier Vertragshandel für Bentley, McLaren, bald jetzt auch Lamborghini und Aston noch, ne? Wenn ich einen neuen Flying Spur so sehe, ne? Gefällt mir auch, aber die Speed-Modelle, die Continental hier, hier haben wir einen Speed. Mega, oder? Und den gibt es ja auch noch als W12, ne? Also den kannst du noch wählen, glaube ich, aktuell als V8 und W12, wobei der W12 bald vorbei sein wird. Also es geht jetzt nicht mehr lange, glaube ich, noch ein Jahr oder so und dann ist Feierabend. Meiner Meinung nach einer der schönsten Luxuskarossen oder Edelkarossen, die du zurzeit kriegen kannst, weil guck dir das mal an. Also wenn ich ein großer Junge bin und ganz, ganz, ganz doll viel Geld hätte, würde ich, glaube ich, mir auch sowas irgendwie mal rauslassen wollen. Das hätte schon was. Das ist übrigens die Felge, die ich ganz gerne hätte. Die habe ich nirgendwo gefunden am Markt. Das sind 22 Zoll und das Problem ist hier, das ist 5x130er Lochkreis und der Continental bzw. der Flying Spur hat ja 512. Müsstest du also mit Lochkreisadapter fahren. Und die Felge, Kunde, auf dem Auto, was wir uns jetzt gleich angucken, in Tief- und Hochglanz verdichtet, Kunde. Weißt du, wie chef das aussieht? Also Mulliner übrigens, wer sich fragt, was bedeutet denn das, wenn man so ein Bentley sieht irgendwo im Internet bei Mobil und da steht Mulliner drin, mhm, in der Schlagzeile. Das hat also damit, geht darauf zurück. Mulliner war ursprünglich mal ein Karosseriebetrieb, die quasi Karosserien vor und nach dem Krieg bis Ende der 50er Jahre für Rolls-Royce und Bentley produziert haben. Exklusivvarianten. Also längere Extended Wheelbase und so ein Zeug und Spezialanfertigungen und so ein Zeug, war alles handmade quasi. Und die haben das quasi gebaut für die. Und irgendwann hat Rolls-Royce Mulliner aufgekauft. Wie wir ja wissen, ging ja Rolls zu BMW und Bentley zum VAG-Konzern. Und die haben quasi dieses Label Mulliner immer noch inne bei Bentley und ist quasi die Exklusivverteilung. Also da wird nochmal das Auto individualisiert. Gibt es andere Felgen, da kannst du gefühlt alles benähen lassen mit irgendwelchen wilden Nähten, mit Individualisierung für dich selber, wo du sich deinen Namen einlackieren lassen kannst, einsticken. Also da geht alles, was du dir vorstellen kannst, natürlich gegen entsprechende Kohle. Also in wenigen Minuten wird sich gleich zeigen, ob ich Scheiße gekauft habe oder ob es passt. Die Spannung steigt. Ihr holt ihn jetzt extra hier rein. Wie gesagt, damit wir eben hier neben Workshop in der Werkstatt ewig rumfilmen und wir dann 1000 Kennzeichen pixeln müssen, dann fühlt sich doch irgendeiner auf den Schlips getreten. Und ich muss dann gleich mal fragen, ob es hier noch irgendwie eine Felge gibt, die übrig ist. Ja, also auf den ersten Blick sieht es aus wie neu, ne? Das Ding. Ja, das ist selbst aber gern. Ja, da ein kleines Ding drin, ne? Da ist was drauf geflogen. Little Scratch. Man kennt's. Ja, man kennt es aus einem anderen Video, dazu kommt später noch mehr. Ja, ne, hier ist das, was ich sagte. Ja, rotes Emblem. Rotes Emblem. Ja, die Motorhaube ist nachlackiert, ne? Das sieht man auch so ein bisschen. And this car is from a client from you? Yes, yes, yes. This car was bought brand new here. Okay. Serviced here. Okay, can I have a look inside? Ich meine, ich habe es zwar schon bezahlt, das Ding, ne? Krass, oder? Guck dir das an. Also, da bin ich wirklich von den Sorgen. Also bis auf der kleine Kollege hier und die Felgen hatten ein paar Kratzer, das weiß ich noch. Mhm. Na, hier so. Na gut, das ist jetzt Wasser vom Waschen, die haben nochmal übergewaschen gehabt. Ja. And you make a new head unit from the entertainment system, rear seat entertainment, yes? Yes. Das hat er mir ja auch vorher gesagt, dass das Problem ist, dass die ja ohne Strom wahrscheinlich war, weil er ja hier eine Weile rumstand dann. Und dann sind hinten die Displays ausgestiegen. Mhm. So, und da hat er mir einen vierstelligen Nachlass angeboten. Da habe ich aber gesagt, nee, mach mal lieber ganz. Ne? Also hat mir die Wahl gelassen, zu überlegen, okay, was willst du? Und da habe ich gesagt, mir ist es lieber,
dass das funktioniert. Jetzt irgendeinen Preisanlass, das bringt mir nichts. Weil im Zweifel fahre ich dann nämlich in Deutschland, in Dresden zu Bentley. Ja. Ich meine, da kenne ich ja ein paar Leute, so ist es jetzt nie. Aber trotzdem, guck den Zustand, also wirklich. Also der eine Kratzer ärgert mich jetzt ein bisschen. Da musst du da mal in den Report reingucken. Aber gehen wir auf die Fahrerseite, oder? Und gucken wir uns das Motorchen an. Also ich würde mal schätzen, also Neupreis von den Dingern Basis ist ja immer 100, glaube 180.000 gewesen. Und dann ging es halt nach oben hin mehr oder weniger offen. Ich glaube, so das Limit ist meistens erreicht so bei 280.000 gewesen. Also zu dem alten, ne? Früher hieß der ja quasi, also das ist jetzt ein Flying Spur. Früher hieß das Ding Continental Flying Spur, wo der W12 quasi nur der W12 drin war. Das Ding, was wir halt hatten, ne? Das Ding, was wir hatten. Das fand ich schon geil, aber irgendwie wirkte der halt schon ziemlich altbacken. Und wenn du jetzt hier reinschaust, hier ist auch nichts abgenutzt. Also gefühlt, als hätte hier nie einer gesessen. Ich meine, das Auto hat 51.000 Kilometer oder 52.000 Kilometer drauf und ist Baujahr 2015. Ne, 2013 ging es los mit dem Modell als V8. Und ich weiß gar nicht, ob man noch den V12, den W12 hier auch mitbestellen konnte. Aber auch Einstiege, alles ganz. Ne? Also wirklich vom Zustand her mega. Ich nehme mal Platz, oder? Genau, also das Ding ist eigentlich gefühlt ein halber Phaeton. Ne? Also da hat man ja, ich glaube, den ersten hatte man ja auch in Teilen noch in der gläsernen Manufaktur mitproduziert bzw. Teile dafür dort hergestellt oder zusammengeschraubt. Bei dem weiß ich es jetzt nicht mehr genau, ob da auch bei VW was gemacht wurde. Ja. Aber im Zweifel ist das eigentlich ein VW-Phaeton. Kunde. Da werden sich meine Kinder freuen, oder? Alter, das ist es komplett einfach. Das ist schon krass, der Zustand, ne? Also, jetzt, der Interieur ist in very good condition. Ganz ehrlich jetzt? Für 2015 ist das schon ganz geil. Ich meine, gab es damals bei BMW auch schon, ne? Keine Frage. Aber man denkt immer so ein bisschen Bentley, altbacken, sieht halt alt aus die Karre, ne? Ein bisschen hinterher. Aber am Ende des Tages waren die ja kein Stück hinterher, ne? Wenn man das hier so sieht auf dem ersten. Also no joke, ja. Vom Entertainment her, was ich jetzt so auf den ersten Blick sehe, wenn jetzt eine W222 daneben stehst, sieht das zwar hier deutlich älter aus, da brauchen wir gar nicht reden. Aber ich glaube, das kann deswegen nie weniger. Also ganz ehrlich, eigentlich musst du hier hinten sitzen. Das ist echt chillig. Ne? Und das eben Nachteil hat das Ganze. Ich weiß jetzt schon, dass unsere große Tochter die ganze Zeit hier drauf drückt. In Enertor. Nee, die wird natürlich auch versuchen drauf zu drücken. Ja. Das ist Punkt 1. Da das aber kein Touch ist, ist das eher schlecht. Mhm. Weil damit machst du es im Zweifel auch kaputt. Und der zweite Punkt ist, kann ich was gucken? Kann ich was gucken? Darf ich was gucken? Darf ich was gucken? Bitte, bitte. Guck mal, weil du hast ja hier gar keine Bedienerheit für die Klimaanlage. Das hast du in der Hand quasi. Das hast du quasi in der Hand. Ne? Ja. Also ich muss sagen, im Innenraum holt er mich übelst ab. Krass, ne? Ja. Von außen sieht das Ding halt echt altbacken aus. Ein bisschen. So. Ja, ein bisschen halt, ne? Muss man schon sagen. Ins Verhältnis zu den neuen Bentleys, ja. Aber ich denke, da haben wir einen ganz guten Fang gemacht. Also zumindest auf meinen ersten Eindruck bin ich jetzt nie so enttäuscht. Das Einzige, was ich jetzt nochmal checken muss, ob der Kratzer bekannt war. Ich finde diese ovalen Rückleuchten einfach übelst geil. Das waren sie auch vom Licht her geil gemacht. Das hat richtig Schneid. Im Dunkeln also, sieht es einfach mega aus. Da kann die S-Klasse auch nach Hause gehen. Da finde ich auch. Finde ich vom... Das Heck ist wirklich bei den Flying Spur, als zum Continental Flying Spur, also zum Vorgänger, schöner gelungen, finde ich. Ja, definitiv. Also hat das Ding gekostet, also ich rechne jetzt mal im deutschen Steuersatz mit 19%, war es brutto bei 223. So, da ist er. Da ist das Ding. Der V8 Biturbo. Den Motorwäsche hat man offensichtlich noch nie gemacht, so wie es hier aussieht. Ne? Und das Interessante, und das finde ich jetzt das Spannende an der ganzen Geschichte, ist einfach die Tatsache, dass das hier quasi der Motor aus dem S8 ist oder aus dem R6 4G oder wo waren denn noch drin? S8, R6, irgendwo war das Ding noch drin. Bentley Bentayga. Da ist der auch drin gewesen zu dem Zeitpunkt. Und die Maschine gilt ja als robust, überschaubaren Wartung und Unterhalt. Es ist kein brutaler Säufer, ne? Also klar wirst du wahrscheinlich jetzt keine 10 Liter hier verbrauchen, aber du brauchst hier wahrscheinlich auch keine 25 wie mit dem B12, sondern du kannst hier mit dem Auto sicherlich irgendwo im Bereich zwischen 13 und 15, 16 Liter draußen rumeiern. Short question, ne? Das Tragfahrlicht ist ja quasi der Unterschied sozusagen auch zum genau, Vorgänger. Genau, richtig. Und dass der Kühlergrill mehr stehend ist. Beim alten Modell ist der so liegend. Also noch rund gelutscht hat das Ding. Genau, ein bisschen runter alles und das Heck natürlich auch anders. Ja. Also ganz ehrlich, man muss sich natürlich an die alte Optik gewöhnen. Ne? Das ist... Optisch bin ich mit euch in der Meinung, da werden wahrscheinlich die meisten schreiben, ist halt eine altbackene Karre, wenn du mal hier rüber guckst. Ja, das ist ein ganz andere Hausnummer. Da braucht es keine zwei Meinungen, ne? Weil man sieht halt bei dem schon quasi, wo es hingeht, ne? Ja, wenn du also, mal guckst, hier vorne hast du ja einen Flying Spur, ne, wenn du den mal vergleichst jetzt. Alter, guck mal bitte. Azur. Das ist es schon, ne? Wahnsinn.
das wäre mal, ja. Das wäre erstmal so ein Ding. Schön, ne? Geil, das ist eine Probefahrt im lettischen Straßenverkehr, jawohl. Achso, Kunde. Das wird lustig. Also jetzt mal ohne Mist, ne? Wenn das Ding jetzt auch noch so fährt, wie es aussieht, dann hat sich das extreme Risiko, das Ding aus der Ferne zu kaufen, auf jeden Fall gelohnt. Beledert, ne? Beledert, aber hier oben leuchtet bei mir nichts. Mir geht's. Bei mir geht gerade nichts. Ich habe da schon was Komisches gehört. Hast du das auch gehört? Na, dieses Feature? Feature, ist das quasi nicht normal? Nö. Ich habe jetzt mal das Radio abgeschalten, weil das quasi darüber kommen kann. Ja, wie beim BMW, ne? Richtig, wie beim 530. Es kann aber sein, dass es irgendwas anderes ist, was sich hier in den Innenraum überträgt. Deswegen wollte ich halt selber herkommen und mir das nochmal angucken im Zweifel. Ja. Nicht bloß, um ein Video drüber zu machen. Das Video hätten wir auch ganz entspannt in Deutschland machen können. Das wäre auch kein Problem gewesen. Ne? Da hätten wir uns jede Menge Zeit auch gespart. Aber ich wollte das eben... Ja. Zweck. Ja, krass. I will show you something. There's a strange noise when you put the navigation system. No, nee. It's back. Okay. Nee. Forget it. Forget it. Forget it, what I say. Aber es war gerade da, ne? Ja, ja, ich hab's gehört. Und das ist das, diese komische Überlastung oder Überlagerung, dann, wenn irgendwie Masse irgendwas, keine Ahnung, woran das... Ja, so ein Spulenfiepen ist das. Ja, wie so ein Spulenfiepen, wie es kommt über die Boxen. Ja, also funktioniert doch schon mal alles. Ich mach nochmal die Sitzheizung an. Die Schaltpedals sind irritierend. Wenn du hier blinken willst, tust du auch schon mal im Schaltpedal rumfuchteln. Ja, weil das ist halt ein bisschen sehr, sehr statisch hier, logischerweise, weil fest an der Lenksäule. Ja. Ist jetzt eher semi, ne? Hat jetzt nicht so die... Sieht auch nicht so geil aus, finde ich, aber... Ja. ACC, not available. So, das Problem könnte nämlich sein, entweder muss hier auch irgendwas angelernt werden, weil da Batterie tot war, glaube ich. Ne? Mhm. Weil was ist oftmals bei diesen Autos der Fall? Ne? Meistens ist das irgendwie ein Zweit-, Dritt-, Viertwagen irgendwie. Deswegen auch die wenigen Kilometer. Das Checkheft ist übrigens lückenlos bei Bentley in Riga gemacht. Sonst wäre das für mich jetzt ohne Frage gekommen, das Ding. Weil geht ja auch im Wiederverkauf. Ne? Du musst es ja wieder loskriegen. Das kann natürlich ein Steinschlag vorne im Sensor als solches sein, dass das Ding Schrott ist. Und dann müsst ihr nicht wissen, was die Scheiße kostet. Ne? Mhm. Das wird wahrscheinlich 3,80 Mark kosten, das Ding. Und das ist eben der Grund, wollte man das halt gerne hier nochmal vor Ort angucken, was mit der Karre ist. Weil du hättest so einfach liefern lassen können, wäre auch gegangen. Transport kam irgendwie 800, 900 Euro, irgendwie sowas. Das wär fand okay. Ich okay für die Strecke, für das schwere, große Auto. Ja. Ja. Da ist es wieder. Oder ist das irgendwie Lüftung, Klima? Nee. Ja, das ist natürlich jetzt ein Ominösum, ne? wo das jetzt wieder herkommt. Ne? Mhm. Also so zwei Sachen haben wir jetzt hier auf jeden Fall noch dran, wo wir auch mal drüber sprechen müssen. Entweder kriegen die das in der Werkstatt jetzt hier noch irgendwie dann gelöst. Mhm. Kamera geht, ist natürlich von der Qualität her vorsinnflutlich. Ja, auch Phaeton-Style, ne? Phaeton-Style eben, ne? PDC scheint auch zu gehen. Gut, gucken wir noch mal eine Runde rum. Ging hier der Urus an. Die Jungs kamen auch gerade komplett fit hier mit dem G63 angefahren, aus Estland. In matt-schwarz. Ja. In matt-schwarz und holen jetzt hier einen Urus ab. Na gut, wir checken nochmal schnell den Lack, oder? Ja. So. You have the spare key? Hm? Two keys, yes? Probably, yes. Yes. Mir ist der Kollege langsam genervt, das war meine ständige Frage, ne? Aber du guckst ja hier nicht irgendwas, ne? Das stimmt. Und jetzt für eine Scheiße, hier ist das Plastik, das Ding. Ich meine, ist ja eine Sonderlackierung hier auch drauf, ne? Also ein bisschen fetter, ne? Ich weiß es eben nicht, ob die Dinger nie von Hand lackiert sind, ne? Weil das ist hier, die Lackschichten schwanken hier schon von Karosserieteil zu Karosserieteil schon sehr, ne? Das ist immer irgendwo zwischen 120 und 180. Ne, ist eine Lackschicht drauf, um die 300 Mü. Mhm. Wir gucken vorne gleich noch mal rein. Hier oben ist ein bisschen dicker. Das kann natürlich wieder viele Gründe haben. Ne? The car was accident free, yes? Yes. Yes. Ja, also hat er mir als unfallfrei quasi auch verkauft. Ja. Ne? Also die Front ist auf jeden Fall mal gemacht. Und ich meine, ich muss da noch mal ins Video gucken, er hat mir da Bilder von geschickt. Das kann natürlich sein, hat er keine Steinschlagschutzfolie drauf. Und neu ist er ja nie, ne? Er hatte auch schon ein paar Kilometer gelaufen. Vielleicht hat ihn der erste Besitzer vor dem Verkauf irgendwie lackiert oder so. Oder bei Bentley, ne? Ist natürlich schon ein bisschen dumm auch, vorher zu bezahlen und dann hinterher zu gucken, ne? Aber das war auch drauf bestanden, dass ich das Ding unfallfrei verkauft bekomme. Aber hier ist echt nur wenig Platz. Wir haben den hier einen W12 drin, Kunde. Das ist jetzt mal no joke, ne? Nochmal 4 Zylinder mehr hier drin. Also wartungsfreundlich, jetzt guck mal hier vorne rein. Was ist denn hier wartungsfreundlich?
Nö, kannst du warten, bis du mal hier irgendwo rankommst. Oder das Ding sich abgekühlt hat, damit du überhaupt eine Schraube drehen kannst. Ich meine, für den Verkäufer ist das wahrscheinlich ein bisschen eine strange Situation, wie ich hier diese alte, für den wahrscheinlich aus seiner Sicht heraus alte Scheißkarre anglott, wie so ein Hippie, als wäre es das siebte Weltwunder und kostet eine Milliarde. Für mich ist es ja aber eine Milliarde, ne? Und so musst du das auch immer sehen als Autoverkäufer. Egal, ob einer kommt, der sich ein Auto für 50, 500.000 oder 5.000 anschaut, du musst dir das... Du musst es akzeptieren, wenn einer sagt, ich gucke mir das genau an, ne? I sent you previously. Yes, I don't yes. think it was 500. But we check it. We have it on WhatsApp. Take a look now. Okay, das sind 140. 160. Das ist links. Ja. Oben. 300. And you check it with 100. Yeah. 300. I can... It's crazy. Can be 400. That's the reason why I look. Ja. 303. Also ich habe jetzt doppelte. Na, hier nochmal 130 dann. 319. Prinzipiell traue ich unserem ja irgendwie nicht mehr so, aber es sieht ja jetzt erstmal gut aus, was er hier macht. Hier passt's. Ja. Also hier ist alles, ne? Sieht so, funktioniert. Dass zeigt es nicht irgendeinen Müll an, der Kollege. Das ist natürlich wirklich, hä? Da würde mich mal der Kia interessieren. Ja. Oh. Alter. Oh ja, really das nice. Das geht aber komplett schön. Das ist richtig schön, oder? You have to change the material, aluminium or steel? It's still aluminium. What? Steel shows alum. Yeah, alum. Hmm. As Bentley is mostly used aluminium. Yes. 107. It's schon ein bisschen wild. Was hast du da? 224. Ja, zeigt es doppelt an, ne? 244. Vielleicht haben hier andere Mühe. Also. I checked the name. Ich hab das Doppelte drauf. Ja. Also irgendwas haut er jetzt hier nicht hin. 227. Aber es wäre erstmal gut, wenn es hier auch so ist. Ja. Mystery. Mystery, yes. Das ist wirklich, weil ich habe jetzt auch nichts gesehen, was so Einschlüsse sind oder sowas, ne? I think our checker has a maybe a little problem with aluminium. The front is aluminium. Yeah. Deswegen, ich habe ja auch gesucht hier, ob ich irgendwo einen Einschluss finde oder irgendwas. Aber ich habe jetzt hier nichts gesehen. Na, das sind alle Steinschläge hier, Julian. Ja. Kleine. Also man könnte ihn mal lackieren. Na, siehst du das? Du hast überall so kleine Krater. Das sind alles kleine Steinschläge. Gut. Thank you so much for your Geduld. What's the main? Boah, das weiß ich auch nicht. Patience. Ah. Okay. No worries. Let us make the rest and please check the ACC. What the problem and the strange noise? Well, how can we handle it? We spoke tomorrow or together or? Yeah, let's keep in touch. I will see you when we have available time in the service right away. We take the car and take a look. So, was haben wir wieder rausgelernt? Die Moral von der Geschichte? Sich nur auf das Lackschichtenmessgerät verlassen lohnt sich nicht. Das ist mal wieder ein schöner Abschluss. An der Stelle, Freunde, soll das Video jetzt hier enden, weil ich denke, es ist lang genug gegangen. Wir bedanken uns. Thank you so much for your time, Arnold. Sure. I think it's a good, really good car. And you make a good job. Yes, thank you. And we make it. Wir machen jetzt den Rest fertig. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, Freunde. Ne? Nicht vergessen zu abonnieren. Bis dann. Ciao, ciao. Können Sie aussehen, ne? Wir stehen hier da. Stehen hier da mit unserer Pimmelkamera und klotzen dämlich zu. Ich fühle das Gürtel hier.
Das Gürteltier ist geil. Das ist ja genau unser Schrott, den wir fressen, oder? Genau. Du bist rein hier. Kunde? Kannst du Kunde sagen? Kunde? Schade, da ist schon alles zusammengeklaut, ne? Ja, alles fehlt hier. Das, ich glaub, das hier, das ist glaube ich nie original hier. Das sieht aus wie nachgeschweißt. Aber krass, der Auspuff auch, ne? Geil. Bild, ne? Geht. Ich weiß gar nicht, ob das. Ne, Sportabo waren wir, die zu heiß gelaufen sind. Ich glaube, die aber nicht. Ich glaube, die haben. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, 350 Kubik oder sowas. Die Kolben? Hm, cool, ne? Hat immer schon mal einen Kopf gebraucht. Alles geklaut. Und übrigens ist die Kneipe hier. Mr. und. Ne, Mrs. und Mr. Bier. Sehr vernünftig. Und da steht dieses Moped oder Motorrad einfach hier so auf dem Gehsteig so halt, ne? Alter. Ja, wild. Geile Scheiße. Das ist wirklich cool. Dann gleich. Was? Bist du denn krank in deiner Scheißbirne, Alter? Was zum. Kannst du dir mal eher überlegen, wo wir hinwollen, du blöde Schnöpfe? Kunde. Kannst du dir vorstellen, der Tetzlaff in der Karre? Alter. Enrico, nein. Du hast schon Bentley. 600, ne? Aber hier, die sind natürlich geil. Boah, ey. Ja, aber wenn die das Ding in Dreck flackt, dann kriegst du doch. Ja, nee, ganz ehrlich. Die Bremse. Ist das eine Carbon-Gabel? Alter, und die Bremse? Oder ist das nur laminiert? Das ist wild. Das Schwert, das könnte auch Carbon sein. Nee, ist Blech. Ist Blech. It's like 1995. <Yeah. lacht> What's that? What is that? Ah, die Ansicht. So. Ah! Perfekt. Okay, great. Flying to Mars. Okay, flying to Mars. Er hat ja noch eine Delle in der Haube. Ich hab eine Delle in der Hose. Eine Delle in der Hose haben wir auch. Hey, wir haben fast die gleiche Farbe auf dem Kia noch.